Jo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Skyrim Special Edition mit Jadzia, meiner goldenen Heiligen. Was hat sich seit der letzten Folge getan? Ich habe zwei Kinder adoptiert. Die beiden da sind wieder die, die auch Calrissa und Velaya adoptiert hatten. Also Sophie und Alessan, ne? Das sind die, die es am nötigsten haben, meiner Meinung nach, weil die sind aus Windhelm und aus Dämmerstern und das sind sehr kalte Orte. Ja. Und bevor die frieren müssen. Braucht ihr etwas? Adoptiere ich sie halt, ja. Und dann haben wir hier Levelin, die Nachtigall. Das ist unser Barte, den habe ich auch essentiell Was gemacht. Was kann ich für euch tun? Damit mir der nicht wieder getötet wird. Und außerdem habe ich... Ja, Raya kennt ihr, glaube ich, schon, oder? Naja, wenn nicht. Das ist also mein Huskarl. Und Feendal habe ich als Vogt eingesetzt und mit einer ordentlichen Ausrüstung ausgestattet, mit einer Elfenrüstung. So viel hierzu. Was hat sich noch geändert? Ich teleportiere mal ganz kurz nach Rifton. Ich hoffe, das war richtig. Ein paar Nummern bringe ich immer durcheinander. Ja, dieser Teleporter-Spell ist auch eine Mod. Also ich kann da bis zu 9 Teleporter definieren. Genau, das sind diese Dinger da. Schaut aus wie dieses Symbol der Winterfeste. Und je nachdem, wo ich die platziere, kann ich dann dahin teleportieren. Und da habe ich jetzt meine Häuser verbunden. Also meine drei... Na, wie heißt es gleich wieder? Hardfire-Häuser. Außerdem dieses Haus hier in Rifton, dann das Haus in Markart und das Haus in Solstheim. Ich kann also auch in Echtzeit nach Solstheim reisen. Ehre sei mit ja, euch, das Haus habe ich heute erworben, also auch zwischen den beiden Folgen. Und Iona ist mein Huskarl hier. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ich finde, das ist eins der schönsten Häuser hier. Das ist sehr sinnvoll und zweckmäßig eingerichtet. Das hat alles, was man eigentlich braucht, abgesehen von den Hardfire-Häusern, ne? Das ist die Diebesgilden-Rüstung. Die Diebesgilde habe ich auch angefangen zwischen den Folgen. So, damit seid ihr auf dem Laufenden, was ich inzwischen gemacht habe. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Schwarzweite. Da möchte ich nämlich eigentlich weitermachen. Achso, eine Mod möchte ich euch noch vorstellen. Dazu muss ich das Amulett von Akai anlegen. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Das wird jetzt wahrscheinlich hier nicht gehen. Ja, warten wir noch 5 Stunden. Dann hoffe ich, dass ich euch das mal vorführen kann. Also das Amulett von Arkai anlegen. Das ist auch eine Mod. Und dann kann ich zum Beispiel, wenn das jetzt auf Anhieb klappt. Das klappt nämlich manchmal nicht. Nein, nicht schon wieder. Na gut, muss halt sein. Schild und... Na komm her. Genau, er liebt es, wenn das Essen. Hoffentlich, oh Scheiße, hoffentlich habe ich jetzt nicht wieder jemanden getroffen, den ich nicht treffen sollte. Ich heil mal, nicht, dass soll die Falschen abnippeln. Das macht nichts. Jawohl. Passt auf, dass ihr nichts Wichtiges verbrennt. Ich glaube, das ist gut gegangen. Ja, diese nervigen Vampire. Ja. Na gut. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Diesmal scheint es keine Kollateralschäden gegeben zu haben. Es ist nur der Mistkerl da umgekommen. Wo ist denn jetzt? Darf ich euch einige edle Waren aus Morrowind zeigen? Was wollt ihr? Da ist er ja, Grilka. Hoppala. Also das Amulett von Arkai anziehen, dann Grilka ansprechen. Wollt ihr etwas kaufen oder klappt seid ihr nur zum Trainieren gekommen? Vorführeffekt klappt natürlich diesmal nicht. Wollt ihr manchmal euch den ganzen Tag nur manchmal umsehen nicht. Oder eine Rüstung kaufen? Kommt wieder, wenn ja, also nochmal ausziehen, nochmal anziehen. Gold ausgeben wollt. Ansprechen. Jetzt klappt's. Wahrscheinlich muss man das so verwenden. Tweak Protection. Ich kann es. Und dann kriegt man hier eine Übersicht, der ist nicht essentiell, nicht protected und nicht unverwundbar. Ich schalte die jetzt auf essentiell. So, jetzt sehen wir, sie ist essentiell. Und damit habe ich es erledigt. Die nippelt man nimmer ab, ne? Also das ist auch eine Mod, sehr schön und sehr übersichtlich gemacht. Allerdings zickt es eben rum, wie ihr gesehen habt, ab und zu. Muss man halt das Amulett von Arkai wieder ausziehen und wieder ansetzen und es dann nochmal versuchen.
Und auf die Weise werde ich wahrscheinlich jetzt so nach und nach alle Händler essentiell machen, damit mir die nicht abnippeln, weil einer ist schon verbackt, und zwar der Schmied hier drüben. Der handelt nicht mehr mit mir. Was führt euch heute zu Balimond? Handelsoption fehlt. Der ist mir auch mal gestorben. Ich habe ihn wiederbelebt mit Resurrect und ja. Seitdem handelt er nicht mehr mit mir. Und damit mir das in Zukunft nicht mehr passiert, behandle ich jetzt alle Händler so nach und nach auf die Weise. Und jetzt gehen wir zurück zum eigentlichen Thema. Wenn ich es nicht vergesse, dann verlinke ich die Mod in der Videobeschreibung. Also wieder zurück zum großen Fahrstuhl in Alftant. Und bei den kurzen Ladebildschirmen in der 64-Bit-Version brauche ich nicht mal die Pause-Taste bemühen. Bei der 32-Bit-Version konnte man sich da inzwischen ja, ruhig mit was anderem befassen. So, der Aufzug ist noch offen. Zum Glück ist noch nicht so viel Zeit vergangen, dass er wieder zu ist. Und wir reisen wieder in die schwarze Weite. Inventar ist inzwischen gesäubert, bis auf das Klump, das ich von dem Vampirmeister jetzt einsackelt habe. Ich gebe euch Deckung. Das ist sehr schön. Ich rüste mich wieder mit dem Bogen aus und benutze wieder ja, Aurealpfeile. Außerdem Aura flüstern, jawohl. Ja. Da drüben ist was. Ich sollte eigentlich die Quest mal aktiv machen, damit ich hier überhaupt einen Plan mal habe. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich auch noch nebenbei machen, aber macht nichts, es läuft nicht davon. Das Wissen der Alten. Dumm. Habe ich hier wenigstens eine ungefähre Richtung? Wahrscheinlich nicht. Was ist mit dem... Aha, da hinten. Ich habe zumindest einen Questmarker am Kompass oben. So, schleichen. Euch sniper ich weg. Ach so, ich war ja zuletzt dabei, die neuen Pfeile zu testen, die verbesserten. Und da waren wir irgendwo hier unten. Den Gast-Error hatten wir getestet. Ich zeige ihn nochmal. Jetzt ist er natürlich weg, der Zausel. Da ist er. Bleibt mal einen Moment ruhig, dann gibt's ein nettes Foto und... Klick! Upp. So, dieser Gast-Error, der sollte ihn eigentlich wie einen Windstoß davontragen, oder wie war das? Summons a gust of wind that knocks down enemies, genau. So, der ist jetzt irgendwo da hinten. Was? Nochmal Aura flüstern, ja. Wo ist denn der zweite? Da kommt er. Na, bleib mal ganz ruhig. Und... Flupp. Das hat gesessen. Die leben noch? Okay, dann muss man hinterher. So, jetzt nehmen wir mal die Erdbebenpfeile, die Quake raus. Ich glaube, die wollte ich euch das letzte Mal zeigen. Ground Quake deals 25 damage and staggers enemies on impact. 20% chance to disarm enemies if not blocking. Also macht 25 Schaden. Und Staggers, weiß ich nicht, was das heißt, wahrscheinlich bringt sie zum Schwanken oder so. Und eine 20% Chance, den Getroffenen zu entwaffnen. Nochmal Aura flüstern. Habe ich nicht. Ah, da ist er ja. Das ist was anderes. Das ist wieder so ein Ungetüm, genau. Etwas vor... Ran, das war, ja, vorhalten halt, ne? Da Bogen schießen und schätzen, wo er. Hast du mich jetzt erschreckt? Wo er ist, wenn der Pfeil kommt. Aber man verschätzt sich leicht. Aha, da ist ein. Ein Dwemer Centurio. Und da bist du. Also, ich weiß nicht, ob bei dem überfliegenden Viechern jetzt ein Erdbebenpfeil sinnvoll ist. Hat also den Boden irgendwie hoch aufgewühlt. Und Mädels, würdet ihr mir danke sehr, das ist sehr aufmerksam und klick. Total daneben. Wo ist er jetzt? Achso, der ist noch keine Team. Woher seid ihr gekommen? Ihr entkommt mir nicht.
Hä? Spinnen die jetzt? Hallo? Würdet ihr mal aufhören mit dem Zirkus? Tweak Commands, so. Actions, relax. Woher seid ihr gekommen? Warum horcht die nicht? Ich bin direkt hinter euch. Dann probieren wir es mal so. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Es und ist ein schöner. Wieder voran. Anwerben. Ja, die zwei haben öfters solche Ferts. Aber ich glaube, ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich die wieder ruhig kriege, ohne den letzten Spielstand zu laden. An Orichalcum bin ich nicht sonderlich interessiert. Meinen Pfeil hätte ich gerne wieder, wenn's möglich wäre. Nein, ist nicht möglich. Inzwischen habe ich auch das, was ich in der letzten Folge angekündigt habe, schon. Und zwar... Na, wo ist es denn jetzt? Da hinten. Ich habe ja gesagt, ich hätte gerne die Disziplin des Jägers. Damit kann man doppelt so viele Pfeile von toten Körpern zurückholen. Und diese Spezialpfeile sind nicht billig. Die hätte ich gern wieder. Welchen testen wir denn als nächstes? Steam Arrows, Dampfpfeile. Haben wir die nicht auch schon getestet? Also Shock Arrows ist ja eh klar, was die machen, ne? Also Schockschaden. Steam Powered Dwarven Arrow with longer range speed and deals 70 Damage to Target. Also der ist schneller, hat eine höhere Reichweite und macht 70 extra Schaden. Der ist jetzt wahrscheinlich genau das Richtige für den hier. Woher seid ihr gekommen? Ja, das hat gesessen. Das tat sich ja weh. Jo. Das wird euch eine Lehre sein. Also wirklich äußerst schnell. Die Pfeile, dann Schwarmpfeile, die habe ich auch schon mal auf Screen getestet. Die sind ganz nett. Machen allerdings nicht so viel Schaden. Sie nerven mehr. Also sie... Ja, jetzt habe ich ganz vergessen, euch zu erklären, was sie machen. Paralyzes target for 5 seconds and unleash a swarm of poisonous insect destil 5 damage for 6 seconds. Also lähmt das Ziel für 5 Sekunden und entlässt einen Schwarm von giftigen Insekten, die 5 Schaden über 6 Sekunden machen. Das ist nicht allzu viel, das sind 30 Schaden extra, ne? Da ist wohl der Erstschlag wichtig. Dass man gleich auf Anhieb. Seelenstein oder so, Bindring. Ich wollte aber eigentlich auf diesen... Ah, da oben ist noch was. Da, mit dem werde ich euch diesen Pfeil mal vorführen. Ja, Kanzel. Aura flüstern wieder rein und... Was? Ja! So, da droben ist er. Ich werde wohl da die Rampe rauf müssen. Oder kommt er gerade jetzt? Mal schauen. Und... Bleib so und zack. Oh, das hat gesessen. Plumps. Sehr gut. Und da watschelt der nächste. Schauen wir mal, ob ich den Pfeil zurückbekomme. Swarm Arrows. Jawohl, den bekomme ich zurück. Sehr gut. Da habe ich nur 14. Da ist wieder ein violetter purpurner Nährwurz. Da ist das nächste Testobjekt. Der hält ein bisschen mehr aus, der ist gepanzert. Und der ist auch schön nah, wir können das aus der Nähe beobachten. Bleibt doch mal ruhig. Wupp. So, jetzt können wir die Bienen mal schön in Aktion sehen. Ja, also ich mag den Pfeil, davon werde ich mir auf jeden Fall ein paar mehr machen. Der ist echt genial. Und ich kriege ihn sogar wieder. Sehr, sehr schön. Der ist echt super, der Pfeil. Da muss ich mal gucken, was er braucht. Wahrscheinlich Pfahlwurzeln als Zutaten. Also, ich meine, wo sollen die Insektenschwärme sonst herkommen, wenn nicht von den Zweiglingen? Oder Zweiglingsüberresten? Dum-di-dum-di-dum. Swarm Arrows. Und schleichen. Aura flüstern. Ja. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Da hinten, da können wir mal reingehen.
glaube ich zumindest, in diese Kanalisation. Da ist schon der nächste Zwema Centurio. Den mache ich jetzt mit einem normalen Aurel-Pfeil fertig. Bisschen höher zielen. Und klick. Da ist die Reichweite wohl. Vielleicht geht's mit den Dampfpfeilen. Die haben ja angeblich eine höhere Reichweite. Versuchen wir's. Ob wir mit dem hinkommen. Also mit dem normalen Pfeil erreichen wir nicht. Wupp, jawohl, mit dem geht's. Sehr super. Da habe ich wohl den Pfosten getroffen. Bisschen höher zielen und. Na? Wirst du wohl? Und peng. So, wir nähern uns mal mit nochmal. Oh, da ist eine Geodänenader. Oder Geodenader. Ich nehme an, Geoden wäre richtig. So vom Sprachgefühl her. Ich kann aber auch völlig falsch liegen. Ich nenne es jetzt im Folgenden Geodänenader und fertig. Wenn es falsch ist, ist es halt so. Schwarzer, mächtiger Seelenstein. Oben links steht, was für Seelensteine reinkommen. Gut, und was ist das? Corundum. Rauch. Hallo. Warte mal, ich hab doch. Komm, Mietz, Mietz. Warum wehren die sich nicht? Hallo, was ist denn mit euch falsch? Taurus-Chitin nehme ich mal ein paar mit, aber ich werde es nicht damit übertreiben. So, die Richtung stimmt zumindest. Trotzdem möchte ich erstmal in dieses Kanalrohr reingucken. Dätischer Pfeil, super. Habe ich jetzt meinen Steam-Pfeil zurückbekommen oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt. Habe ich schon wieder vergessen. So, noch mehr. Noch mal eine Geodänenader. Winziger Seelenstein. Mächtiger Seelenstein. Also diese Adern, die respawnen ja mit der Zeit. Also wenn man Lust hat, könnte man da öfters runter. Ich könnte mir auch einen Teleporterpunkt hersetzen. Einen habe ich noch frei, den Nummer 9 und den Nummer 5 habe ich doppelt belegt durch einen blöden Zufall. Ist das jetzt auch wieder noch eine? Ich wollte jetzt eigentlich in dieses Kanalrohr rein. Kleiner Seelenstein. Winziger. Und ein mächtiger. Wo war das jetzt? Kruzi Muckel. Von oben aus war es so schön zu sehen. Es muss da hinten gewesen. Moment. Wo war ich da? Ich war doch. Da drüben. Da drüben, oder? Jemand zu Hause? Hallo? Nö. Wo war das jetzt, Kruzifuchs? Ja gut, die Geodänenader lösen wir jetzt ein bisschen sportlicher auf. Ich hab ja. Ich kann die ja auch als. Na, Spitzhacke. Dann ist das nicht ganz so lahm. Mächtiger Seelenstein. Natürlich mache ich immer Krach, ne? Großer Seelenstein und. Zwei Seelensteine nur. So. Ah, da ist es. Da wollten wir rein. Ich lasse mal das Ding ausgerüstet. Und der nächste. Wie viel da war das heute? Katakomben Stillenstadt. Da müssen wir sowieso mal reingucken. Da gibt es nämlich ein kleines Geheimnis. Das habe ich schon mal mit Velaya gezeigt. Ist aber schon wieder eine Weile her. Und in der Special Edition von Skyrim. Ist es vielleicht noch ein bisschen beeindruckender? Dum-di-dum-di-dum. Aura-Flüstern. Ah, da hinten sind auf jeden Fall. Oh, da ist wieder eine Geodänenader. Und das machen wir auch wieder auf die sportliche Weise. Na? Kleiner Seelenstein. Und ein schwarzer Seelenstein. Und
einmal nichts. War da jetzt nichts drin? Oh ja, wurscht. Mehr wascht. Ich brauche wieder meinen Bogen. Oh, den darf ich mal wieder aufladen. Da bin ich froh, dass ich den schwarzen Stern wieder habe. Weil der Bogen braucht relativ viel Energie. Aber schaut mal, was der Wert ist bei der Verzauberung und bei der Qualität, die ich ihn geschmiedet habe. 17.340. Und ich nehme wieder Thunderbolt Arrows. Explodes into a burst of light. Also der macht Flächenschaden. Ein Flächenblitzschaden. Flächenblitzschaden und er macht Schockschaden und 40 magischen Schaden. Den werden wir jetzt als nächstes mal testen. So. Ja, gegen den jetzt Flächenschaden ist eigentlich Verschwendung, aber wir wollen es mal sehen. Hopp. Hat gesessen. Hat die jetzt eigentlich den schwarzen Stern gefüllt? Nee, das sind keine großen Seelen, keine mächtigen Seelen. Das hatte ich schon mal ermittelt. Ich erinnere mich, ich habe es aber im Laufe der Zeit vergessen. So, den Effekt haben wir gesehen. Jetzt zeige ich euch noch die Norm, also die relativ normalen Pfeile, den Flammenpfeil, den Frostpfeil und den Blitzpfeil. Nicht auf die Schalter treten, Leute. So, was ist das hier? Ist das weise, wenn ich da jetzt rumfummel? Ich hoffe, das war weise. Gut. Was? Ja. Da drüben sind mindestens drei. Da sind zwei. Da oben ist einer. Den erreiche ich von hier aus. Und klick. Bumm. Das brennt, hä? Das brennt gescheit. Jo, das ist nett, sehr entgegenkommend und... Nein, 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 bleib hier, hier, ja genau, Kasper, da rum. Stopp, bleib stehen, bleib mal ruhig und zack. Ja, hat der jetzt gar nicht getroffen. Jetzt machen wir dasselbe mal mit dem normalen Frostpfeil, mit dem einfachen Frostpfeil. Und... Upp. Des Shepard, hä? Was? Ja! Ja, von... für diese Pfeile brauche ich relativ wenig Zutaten. Feuersalze, Frostsalze und Salze der Leere. Deswegen habe ich da auch einige gemacht. Wenn wir uns das mal anschauen. 156, 207 und Shock Arrows 95. Weil da von den anderen Sachen, für die spezielleren Pfeile braucht man speziellere Zutaten. Deswegen habe ich da nicht so viele. Aber die sind echt klasse, diese Pfeile. Ich könnte nicht mehr ohne. Sind aber im Prinzip Elfenpfeile oder Zwergenpfeile, je nachdem welche Baupläne man nimmt und hopp. Der hat gesessen. Fackelwürmchen plus zwei Pfeilmauern, Gift des langen Leidens und mein Frostpfeil. Yay. Jetzt machen wir noch den normalen Schockpfeil. Und ich speichere mal. Geht's da runter? Oh ja. Da sollten wir uns mal umgucken. Erstmal hoch. Veränderung. Wasseratmung. Und dann gucken wir uns da mal um. Na also, hat sich schon gelohnt, mehr oder weniger. Die Rolle des Schneesturms 500 wert. Das passt doch. Dann ein paar schöne Tränke. La, 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 la. Leider sehe ich nicht wie in meiner anderen Skyrim-Version, wie lange die Zauber wirken. Deswegen tun wir mal neu pflanzen, zaubern, neu zaubern. Gehen nochmal runter.
Da hatte ich ja wegen, weil hier gibt es kein SKSE bis jetzt zumindest noch nicht. Und im anderen hatte ich SKSE und hatte dann oben rechts hier drüben eine Anzeige über die gerade laufenden Effekte. Sofern sie wichtig waren. Zum Beispiel, wie lange meine Unsichtbarkeit noch hält oder wie lange ich noch unter Wasser atmen kann. War da jetzt auch noch was und runter? Nö. Ich glaube, wir haben dem hier alle Geheimnisse entlockt. Jo, Eibeutel. Gut, hier komme ich nicht rauf. Da geht's wohl nur hier. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Nach links. Kling. Achso, ich habe ja das seit neuestem wieder auf meinen Nummerntasten. Und welchen Pfeil habe ich jetzt? Normalerweise soll es das unten rechts anzeigen, aber das tut es leider nicht ständig. Wäre mir eigentlich lieber, wenn es das immer anzeigt. Das ist eine wichtige Information für einen Bogenschützen. Aura flüstern. Ja. Habe ich es mir doch gedacht. Und du kriegst einen Blitzpfeil in den Hintern. So. Und klick. Bumm. Woher seid ihr gekommen? Der macht Schaden über Zeit, oder? Eigentlich brauche ich da nichts mehr machen. Den Rest hat Serana erledigt. Jawohl. Nicht, dass ihr noch langweilig wird, arme Maus. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Und ja. Da drüben war auch noch was. Nee, das ist nichts. Wenn ich jetzt da schieße, nur so zum Spaß, verrate ich meine Position. Und mein Char soll gerade außerdem Schleichen mal ein bisschen leveln. Das ist noch unterentwickelt. Wenn wir uns das mal anschauen. Ja, inzwischen geht's schon, aber es ist trotzdem, da muss ich noch Punkte investieren. Das passt mir noch nicht. Was? Ja! Ja, das ist der, den wir von oben weggesnipert haben. Ich glaube, hier brauche ich nicht mehr schleichen. Da lebt nichts mehr. Doch, da hinten. Da hinten lebt noch was. Und Gold, Flaming Arrows, Fallmat, Gedöns. Da, ja, ich wusste doch, dass ich da zwei abgesnipert habe. Uah! Hab ich mich jetzt erschreckt. Könnt ihr nicht anklopfen? Oder so. Ähnlich. Ich dachte, ich werde jetzt angegriffen und bin überhaupt nicht vorbereitet darauf gewesen. So, hinter dieser Tür lauert Gefahr. Da muss ich einen Schluck Orangenlimo trinken. Gute einheimische Sorte. Nichts aus vom anderen Ende der Welt. Da lege ich relativ viel Wert drauf, dass ich einheimische Firmen unterstütze. Je lokaler, desto besser. Am liebsten aus der Region, in der ich wohne. Ja, nur so erhält man die einheimischen Arbeitsplätze. Der ganze Globalisierungsscheiß taugt alles nichts. So, wie viele Gegner habe ich denn hier? Ich sehe zwei. Sind auch zwei. Die könnte ich eigentlich... Moment, das machen wir einmal den so... Bupp. Dann na, viel Spaß und wir schauen einfach nur zu und genießen die Show. Na na na, immer langsam. Ebenerzpfeil. Ups. Shock Arrow. Fall mal Ohr. Na, die Ebenerzpfeile kommen aber schön zurück. Das sind die, die Stormy verschießt. Die hat von mir ordentliche Pfeile bekommen. Und jetzt müssten wir eigentlich in diese, wie heißt es gleich? Stille Stadt kommen. F5.
Werk. Jo, genau, hier mache ich meinen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.